It's over 9,000! Also dann das Video zum Over 9000 Special, in dem ihr 9 Minuten mit dem Palettmobil erleben dürft, dem wohl schnellsten Wagen in Flatter 2. Es ist eine Freude, mit diesem Ding Vollgas zu geben. Zumindest bis zur nächsten Wand, denn da hört es dann immer auf. Und so, Multiplayer ist das hier jetzt gerade. Allerdings mit zwei von den Leuten kenne ich, aber die haben kein Headset. Der dritte ist random irgendein Kerl. Und mal gucken, ob wir diese drei Runden überleben. Also das Auto qualmt schon. Ja, ich bin in der ersten Runde noch nicht draufgegangen, das ist schon schön. So, wow. Nein. Shit. Okay. Aber Nein. Kommt Geld an, der will mich lang. Wow. Also, wow, shit. Ha! Wie gesagt, das ist Schrott. Oh, damn it. Wow, hab ich ein Life verloren? Nee. Ich weiß nicht, da rechts könnte ein. Wow. Könnte einer fehlen. Hat der Kerl mich überrundet? Verdammt! Hat der? Mann, der hat's mit dem Flatmobil drauf. Nein! Jetzt brenne ich auch noch. Jetzt habe ich meinen Reifen verloren, ohne. Das lässt sich schon wieder scheiße fahren. Dutch! Und weiter. Ah! Okay, dann. Wow! Hey, ich bin noch. Doch, ich bin Schrott. Hui! Boom! Das ist spät in die Luft gegangen. So, niemand mehr da. So, schaffen wir es diese Runde bis ins Ziel. Das ist ein schöner Start. Okay. Hui. Und Kurve. Ja. Ah, wo war das? Komm. Ach, scheiß Ding. Was steht hier einfach auf der Straße? Was soll denn das? Ah. Shit. Komm, hier wäsche ich. Nein, ich fliege statt der Runde. Du bist kein Flugzeug. Du fliegst aber wie eins. Das ist Flatmobil. Das ist das Flugzeugmobil. Das ist das Flugzeug in Flatout 2. Ja, da ist jemand gegen den Baum gecrashed. Ausnahmsweise mal nicht ich, jetzt doch wieder ich. Oh nein. Oh. Wow. Boom! Das ist meist für einen noch schädlicher als für den Gegner. Ja, okay, nicht unbedingt noch schädlicher. Ja, doch, meistens auch irgendwie schon. Na guck, diesmal war es für ihn nicht so schädlich. Oh, was drehst du dich denn? Verdammt, ich bin Vierter. Mann! Was soll dieses Gerutsche? Fahr doch mal eine Kurve. Gedäh. Oder
Oder fliegt eine Kurve. Ey, genau, hat der mal verdammt drauf. Shit. Ich knall da oben gegen. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aus der Runde verbrauchst du voll langweilig. Ich glaube, ich sollte genau kicken. Wer will einen Gegner haben, der so weit vor einem ist? Das ist doch uninteressant. Dann haben wir. Jetzt guck mal, jetzt haben wir nur noch 40 Sekunden. Nur noch 40 Sekunden, um eine ganze Runde zu machen. Also wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt so eine Hektik hätte, dann würde ich es. Oh, falsche Richtung. Dann würde ich hätte ich es noch nicht Ziel geschafft, aber jetzt versuche ich ja. Weil in 30 Sekunden schaffe ich die Runde nicht, demnach kann ich jetzt einfach nur noch. Ja, ich mag auch nicht. Damit endet. Oh, da schwamm meine Leiche noch. Also Leiche, mein Dummy schwamm da im Wasser. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wie witzig. Wir sind ein paar Leute mehr geworden. Ich glaube, ja, wir sind 7 Leute an der Zahl. Und mit alle mit Flatmobil ist das nicht schön. Komm, hört auf zu. Oh, da ist einer wieder weg. Ach, Naps. Was tut mit dem Game, wenn er. Ja. Hey, da ist einer weiß. Kann man die Autofarbe ändern? Shit. Das ist nicht toll. Ich hätte lieber irgendeinen Kerl gecrashed hier als. Wow, was soll das denn? Oh, jetzt parkt doch nicht. Mann. Soll. Nein! Ey, ich bin mit dem Ding doch schon mal ein Ziel angekommen. Was soll denn das? Wieso fährt das Ding jetzt gerade keine Kurven? Das ging schon mal. Ey, was soll das? Ja, das Ding konnte man fahren. Es gab Autos mit viel schlechterer Steuerung. Ey, fu. Wieso habe ich da gerade keinen Spaß dran? Was soll das? Na, nervt nicht. So. Jetzt Nitro einfach mal reindrücken und dann kommt man schon irgendwo an und dann ist das Ganze auch gleich ein gutes Stück. Lustiger. Guck mal, zum Beispiel Ezak ist direkt schon wieder Schrott. Ezak. Ja, der Kerl brennt auch schon. Lichterloh. Da schlagen die Freudenglocken. Oh Mann, ich muss einfach verloren. Puh. Dann ist das Auto sowieso unsteuerbar. Ja, dann lassen wir das mit dem Ziel kommen auch gleich mal wieder. Genau. Oh. Ohne zu lenken fährt das Ding nach links. So. Wow, wir landen sogar auf der Straße. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Was für eine Überraschung. Und was für Überraschungen werden uns noch erwarten? Oh. Und oh, da liegt ein Exos. Links. Und Gas geben. Whee! 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 Da bin ich in meine Leiche reingecrashed. Gucken wir uns den Rest des Rennens an. Da fliegt ein Zark durch die Luft. Ein Zark. Das ist eine Art Ameisen. Aus irgendeinem Fantasy-Ding, das kenne ich nicht. Ah. Eine riesige Ameise. Menschengroß. Das ist eine bedeutsame Information. Merkt euch das, falls ihr Zark mal seht. Sprecht ihn drauf an. Es wird ihm gefallen. Ah, und da fliegt er. Und er hat es im Ziel. Und er hat es im Ziel geschafft, ja. So, hier ist Wavrzin. Bam. Der hat's nicht drauf. Ganz eindeutig. Bam. Ist das der letzte? Ja, das ist der letzte. Er hat's nicht geschafft. Uninteressant. Oh, warum? Warum? Muss das Ding in der Wand hängen bleiben? Das ist doch. Bam. Das als Sache dafür, dass ich in der Wand hängen bleibe. So. Solange ich zumindest nicht letzter bin. Oder irgendwen vor mir hab, den ich crashen kann, bin ich glücklich.
Kriegst du Glückwunsch. Ja. Oder solange irgendwer um mich herum fatale Crashs macht. Bam! Das war auch witzig. Auch wenn ich derjenige war, der dran glauben musste. Wow. Von dem wollte ich jetzt nicht nochmal erwischt werden, sonst schaffe ich die zwei Runden auf jeden Fall nicht. So, Kurve. Shit, ich wusste es. Ich habe gebremst, aber dann war ich schon in der Luft. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder weiter verloren. Ah, aber das, was soll ich sagen? Das ist Müll auf der Straße. Wer stellt Müll auf die Straße? Na toll, ich habe einen Reifen verloren. Na toll. Wow. Ey, wie weit bin ich denn geflogen?